Frage, ist Heilen eines Kranken und das Aufwecken eines Toten dasselbe und kann es zu jeder Zeit gemacht werden? Antwort, ja, auf beide Fragen. Für Gott ist alles dasselbe. Es geht hier nur um graduelle Unterschiede von Leben. Das Problem ist, wenn wir Menschen davon betroffen sind, dann neigen wir dazu, diese beiden Probleme in verschiedene Kategorien zu stecken. Da gab es noch eine Frage, die in die gleiche Richtung ging. Frage 2, wenn jemand keine Augen hat, zählt das dann auch zu Heilung oder ist das dann eine andere Sache wie das Wirken von Wundern? Wie empfängt man das? Und hast du schon einmal für so etwas gebetet? Also, was ich gerne möchte und wo ihr hinkommen sollt, ist eine Stelle, wo ihr einfach hinter diesen Schlaglöchern seid, hinter all den vielen Hindernissen und Fragen. Ihr müsst an die Stelle kommen, wo ihr versteht, dass Heilung keine Belohnung ist. Und wenn es keine Belohnung ist, hängt es nicht damit zusammen, ob eine Person gesündigt hat oder nicht, oder ob sie gut ist oder nicht gut, nichts davon. Was ihr machen müsst, ist, die Person selbst aus der Gleichung herausnehmen. Nehmt sie raus. Es geht nicht darum, ob der Mensch die Heilung verdient. Wenn dieser Mensch also vor euch steht und er ist krank und er braucht eure Hilfe, dann geht es jetzt erstmal nicht um diesen Menschen. Das hört sich eigenartig an. Natürlich geht es um diesen Menschen, aber in einer gewissen Weise auch nicht. Also es geht darum, dass dieser Mensch wieder gesund wird. Aber es geht nicht um ihn als Person. Sie sind nicht länger eine Person. Sie sind der Kranke oder die Kranke. Sie sind Bedrückte. Er oder sie ist ein Kriegsgefangener Satans. Versteht ihr? Es geht hier eigentlich nur um Kriegsführung. Es geht um einen Krieg zwischen zwei Reichen, dem Königreich Gottes und dem Reich der Dunkelheit. Dieser Mensch vor euch ist das Schlachtfeld. Das ist eigentlich alles. Deine Aufgabe ist es, diesen Bereich einzunehmen. Versteht ihr? Wenn ihr nur das verstanden habt und damit losgeht, dann ist das alles, was ihr wissen müsst. Im Kern geht es nur darum. Das bedeutet, dass der Kriegsgefangene niemals das Problem ist. Es sind seine Bewacher, um die du dich kümmern musst. Es ist nicht der Gefangene. Der Grund, warum ich das sage, ist, und es hört sich nicht sehr geistlich an, schaut euch an, wie Jesus den Menschen gedient hat. Er hat sie nie gefragt, wie hast du das bekommen? Er hat sie nie gefragt, was hast du nur getan? Womit hast du das verdient? Er hat so etwas nie gesagt. Alles, was er sagte, war, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Herr, ich will wieder hören können. Herr, ich will wieder sehen können. Okay, sei geheilt. Nimm es. Seht ihr, wie einfach das ist? Jesus sagte nie, oh, lass mich erst nachschauen, ob es ein Werk Gottes ist. Ihr stimmt sicher zu, dass sich das lächerlich anhört. 2. Mose 4, Vers 11. Diese Schriftstelle wurde von vielen Predigern verwendet, um zu beweisen, dass Gott Krankheit erlaubt. Sie sagen, Gott sagt in 2. Mose 4, 11, dass er den Stummen, den Tauben und den Blinden gemacht habe, denn sie sind schon so geboren, dass Gott Plagen benutzt hat, um Menschen zu ändern. Die Frage ist, wie passt das alles mit dem zusammen, was ich hier über Krankheit sage? Der grundlegende Unterschied, über den ich sprechen möchte, und wir sind dort noch nicht angekommen, denn ich versuche euch dahin zu bringen, aber ich wollte eigentlich erst heute darüber sprechen, spätestens heute Nachmittag. Ich habe heute schon begonnen und bin schon nah dran. Der Unterschied, den ihr verstehen müsst, ist der: Es gibt einen alten Bund, es gibt einen neuen Bund. Wenn ihr das verstanden habt, wenn ich jemand ein Zeugnis gebe und wenn er sich bekehrt und ich sie dann zum Jünger ausbilde, dann ist für gewöhnlich das Erste, was ich tue, ich sorge dafür, dass sie eine Bibel haben. Aber die Bibel, die ich ihnen gebe, ist immer zuerst das Neue Testament, nicht ein altes und ein neues. Warum? Weil wir uns nicht auf das Alte Testament konzentrieren wollen. Denn das Alte ist vergangen. Es gibt jetzt ein Neues, und das bedeutet, dass das Alte nicht mehr in Kraft ist, sonst würde es kein Neues geben. Wenn das Alte aber nicht mehr in Kraft ist, dann brauchen wir es nicht, um zu lernen. Ich sage nicht, ihr dürft es nicht lesen. Ihr dürft schon, und ich werde auch daraus zitieren. Ich sage nicht, reißt das Alte Testament raus und schmeißt es weg. Ich sage nicht, dass das Alte Testament nicht das Wort Gottes ist. Es ist das Wort Gottes.
Aber ihr müsst wissen, da gibt es eine Menge Dinge, die für euch nicht mehr gelten. Fragt euch selbst, was gibt euch das Recht, bestimmte Sachen aus dem Alten Testament herauszugreifen? Also wenn ihr 2. Mose 11, Vers 4 anwendet, dann wäre es doch auch besser, wenn ihr einige Tiere für eure Sünden opfert. Du kannst nicht unter dem Gesetz leben, ohne nicht das ganze Gesetz mit jedem Jota und jedem Strichlein zu erfüllen und einzuhalten. Wollt ihr unter das Gesetz zurückgehen? Dann könnt ihr nicht einen Vers einfach herausnehmen. Das geht nicht. Entweder das ganze Gesetz oder gar nicht. Das Alte Testament zeigte auf Christus, der kommen sollte. Und als er gekommen war, wurde das Gesetz weggetan. Zuerst einmal wurde dieses Gesetz gar nicht an dich gegeben, es sei denn, du bist Jude. Und selbst dann wäre es deinen Vätern gegeben worden. Aber nachdem du jetzt von Neuem geboren bist, bist du weder Jude noch Heide. Denn es gibt unter uns weder Juden noch Heiden. Du bist kein Jude und du bist kein Heide. Selbst wenn du als Jude geboren worden wärst, wärst du jetzt kein Jude mehr. In Jesus Christus bist du ein neuer Mensch. Dieser neue Mensch ist eine neue Schöpfung. Aber ich bin wiedergeborener Jude, ein messianischer Jude. Nein, bist du nicht. Offensichtlich bist du noch ein Sünder. Nicht wiedergeboren, denn du berufst dich auf deine natürliche Herkunft. Paulus sagt, wir kennen jetzt keinen Menschen mehr nach dem Fleisch. Die einzige Möglichkeit, einen Juden zu erkennen, ist nach dem Fleisch. Und wenn du niemanden mehr nach dem Fleisch kennst, dann kannst du nicht sagen, ob er ein Jude, Grieche oder irgendetwas anderes ist. Es ist egal. Jetzt gibt es nur noch zwei Seiten, bei Jesus oder ohne ihn, hell oder dunkel, Leben oder Tod. Das ist alles, was du wissen musst. Wenn du in Christus bist, bist du lebendig. Aber wenn du nicht in Christus bist, bist du tot. Versteht ihr? Dieses Zeug ist sehr, sehr einfach. Und der Grund, warum wir das nicht als einfach empfinden, ist der, dass wir an irgendetwas festhalten. Du hast ein Problem, wenn du versuchst, an Gott und der Welt festzuhalten, jeweils mit einer Hand. Ihr wisst, dass das Christentum keine Religion ist. Es ist eine Vertrauensbeziehung mit Gott. Bei jeder Religion steht die Silbe Ismus am Ende. Buddhismus, Shintoismus, Konfuzianismus. Aber beim Christentum ist kein Ismus am Ende. Christentum. Das Christentum ist keine Religion, kein Ismus. Aber wenn du es aufteilst, dann wird es zu einer Religion. Katholizismus, Protestantismus. Bis du es anfängst aufzuteilen, ist es keine Religion. Es ist eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Auch das Judentum kennt häufig keine Vertrauensbeziehung. Die Juden haben keine vertraute Beziehung mit Gott. Sie haben das Gesetz. Sie sind die Bewahrer des Gesetzes. Die Rettung kam zwar durch die Juden, denn Jesus war ein Jude, und die Rettung kam durch ihn, so wie es in Johannes 4 steht. Aber wenn ihr also zu dem alten Bund zurückgeht, wenn ihr die alttestamentlichen Dinge sagen wollt, dann müsst ihr verstehen, dass erstens Gott im alten Bund auf eine ganz bestimmte Weise mit den Menschen umgehen musste. Warum? Weil es keinen Erlöser gab. Es gab keine Freiheit von der Sünde, denn das Blut von Ochsen und Ziegen kann uns nicht von Sünde freimachen. Der Mensch ist das höchste der erschaffenen Wesen, das Gott machte. Das bedeutet, das Einzige, was die Schuld von Menschen wegnehmen kann, ist etwas, was den Menschen gleichgestellt ist oder noch höher. Alles, was unter ihm ist, kann den Menschen nicht freisprechen. Die Tiere waren unter den Menschen, denn Gott gab den Menschen die Herrschaft über alle Tiere, also auch über Ochsen und Ziegen. Ihr Blut könnte die Sünden des Menschen nicht wegwaschen, denn der Mensch steht höher als sie. Also damit der Mensch von Sünde frei werden kann, muss etwas geopfert werden, was auf gleicher oder höherer Stufe steht als er, Jesus. Der alte Bund basierte auf dem Opfer des Bluts von Ochsen und Ziegen, nicht auf dem Blut Jesu. Das ist der Grund, warum das Blut von Ochsen und Ziegen jedes Jahr vergossen werden musste. Es erinnerte die Juden daran, dass das Blut von diesen Tieren ihre Sünden nicht völlig wegnehmen konnte, denn sie mussten es im nächsten Jahr wiederholen. Sie haben verstanden, dass dieses Opfer die Menschen unter dem Bund nicht perfekt machte. Es machte sie nicht vollkommen. Und wisst ihr, was sie vollkommen gemacht hat?
In Hebräer 11 steht, dass sie ohne uns nicht vollendet werden. Sie werden im alten Bund vollkommen durch uns. Warum? Weil wir im neuen Bund wandeln. Sie haben in die Zukunft geschaut, auf uns. Aber wir sehen nicht nach vorne, wir sehen nur zurück auf ein vergangenes Ereignis. Sie erwarteten etwas in der Zukunft. Das nennt man Glauben. Wir schauen zurück auf etwas, was schon geschehen ist. Das nennt man eine Tatsache. Heilung ist nicht durch Glauben, sondern durch eine Tatsache. Jesus hat die Striemen getragen. Das ist eine Tatsache. Es gibt kein Wenn und Aber mehr. Es ist geschehen. Schaut man sich das Alte Testament an, stellen sich bestimmte Fragen. Aber bedenkt, Gott musste auf das Tun des Menschen antworten. Und er musste es auf eine bestimmte Weise machen, denn sie waren nicht erlöst. Die Blutopfer im Alten Bund konnten die Probleme nicht lösen, sondern nur verschieben, auf später, wenn der Erlöser kommen würde. Als der Erlöser kam, hörte das Gesetz auf. Und ich muss dabei noch auf viele Details hinweisen, wenn wir weitermachen. Dieser neue Bund hat ganz viele Dinge verändert. Unter dem alten Bund musste Gott mit den in Sünde gefallenen Menschen umgehen. Unter dem neuen Bund kann Gott jetzt so mit den Menschen umgehen, wie er das schon immer wollte und vorher nicht konnte. Warum? Weil vorher etwas zwischen Gott und den Menschen war, Sünde. Und jetzt gibt es auch etwas zwischen den Menschen und Gott, Jesus. Deswegen finde ich das so erstaunlich, wenn Leute im Alten Testament lesen und sagen, Gott hat die Blinden gemacht. Nein, es ist so, Gott hat die Verantwortung übernommen für die Schöpfung, die er geschaffen hat. Was meine ich damit? Das Problem ist die sehr lange Zeitspanne. Von Adam bis Jesus haben wir eine Spanne von 4000 Jahren. Für uns eine lange Zeit, für Gott nicht. Wenn Gott im zweiten Buch Mose sagt, habe ich nicht den Blinden gemacht? Habe ich nicht den Tauben gemacht? Habe ich nicht den Stummen gemacht? Und dann sagen manche, also Gott hat das getan. Nein, er hat einfach die Verantwortung übernommen. Er machte den Menschen und wusste, was passieren würde. Wir wissen, dass er das wusste, weil er die Erlösung plante vor der Schöpfung der Erde. Wenn wir sagen, dass er wollte, was geschehen würde, ist das falsch. Sondern er schuf die Heilung, bevor es überhaupt passieren würde. Er hat die Verantwortung übernommen und er sagte, macht euch keine Sorgen, ich werde mich drum kümmern. Das hat er dann durch Jesus getan. Uns gefällt nicht, dass es 4000 Jahre dauerte. Tatsächlich sagt Gott, ich habe diese Welt geschaffen, sie ist kaputt gegangen, ich habe sie in Ordnung gebracht und mich drum gekümmert. Jesus. Denken wir an das Alte Testament, dann betonen wir die Zeit, in der es kaputt war. Anstatt zu betonen, dass Gott die Welt repariert hat. Aber die Reparatur war viel größer als der Schaden. Wir sind heute in einer besseren Situation als in der Zeit vor dem Sündenfall. Wir stehen besser da als Adam. Du sagst, das glaube ich nicht. Aber dann glaubst du tatsächlich, dass die Sünde mächtiger ist als die Gerechtigkeit? Dann glaubst du, dass Adams Sünde oder das Werk des Teufels in Adam ein größeres Werk darstellt als das Werk, das Jesus am Kreuz getan hat. Wenn du nicht glauben kannst, dass Jesus uns in eine bessere Position gebracht hat, als wir vor Adam waren, dann bedeutet das, dass wir unter Adam stehen und immer noch gefallen sind. Aber wenn du verstehst, wohin Jesus uns gebracht hat, Adam hatte nur Vollmacht über die ganze Erde. Aber das Fantastische ist, dass deine Position ist, dass du in himmlischen Orten eingesetzt bist. Alle Autorität im Himmel und auf Erden ist in dir, denn du bist in Christus und alle Autorität ist in ihm. Du hast in Christus größere Autorität, als Adam je hatte. Man kann auch nicht sagen, dass Adam Gottes Wesen oder Charakter hatte. Wir wissen sogar genau, dass es nicht so war, denn er ist gefallen. Aber wir haben Gottes Wesen. Wir haben seinen Charakter. Wir haben seinen Geist. Nirgendwo steht in der Bibel, dass Adam Gottes Geist hatte. Aber wir haben ihn. Das ist besser. Unser Problem ist, wenn du in der Kraft Gottes wandelst, dann fragst du nicht mehr, woher die Leute ihre Probleme bekommen. Die einzigen, die fragen, wie ist das passiert, wie kam das, sind Leute, die nichts dagegen tun können. Die Menschen, die etwas dagegen tun können, sagen nur, sei frei.
Ist mir egal, wie du daran gekommen bist. Ja, aber ist nicht wichtig. Nein, erzähl's mir nicht, sonst lasse ich's noch. Denn wenn ich dich noch besser kennenlerne, glaube ich noch, dass du es nicht verdienst. Sag nichts mehr. Lass einfach zu, dass ich für dich bete. Mich interessiert nicht, wie du in diese Situation gekommen bist. Ist mir nicht wichtig. Wichtig ist, ich weiß, wie ich dich da wieder rauskriege. Wenn du dann rausgekommen bist, sei geheilt und hör auf zu sündigen. Denn wenn du das tust, dann, denk mal, wird es wieder passieren. Ich sage nicht, dass du durch die Sünde dahin gekommen bist. Denn nicht alles, was uns geschieht, kommt durch Sünde. Manchmal ist es einfach ein Angriff. Manchmal hat es mit Saat und Ernte zu tun. Manchmal liegt es einfach daran, dass du in einer gefallenen Welt lebst. Zum Beispiel Kinder mit genetischen Krankheiten. Es ist nicht der Fehler der Eltern, nicht der Fehler der Kinder. Es ist die Tat des Teufels, denn wir leben in einer gefallenen Welt. Diese ganze Welt degeneriert. Das hat mit Newtons drittem Gesetz der Thermodynamik zu tun. Alles hat die Tendenz, kaputt zu gehen. Die Entropie nimmt zu, was übrigens zeigt, dass die Evolution nicht sein kann, denn hier wird behauptet, dass alles besser wird, dass sich Komplexität aufbaut. Aber es ist nicht immer alles komplexer. Die Unordnung nimmt immer mehr zu. Lustig ist, dass jede lebende Generation denkt, sie sei die Klügste. Schaut euch die alten Ägypter an. Sie konnten Dinge machen, die wir nicht hinkriegen würden. Sie waren in vielen Dingen klüger als wir. Sie hatten keine solche Ausrüstung wie wir. Aber ich bin mal ehrlich, je klüger die Sachen sind, mit denen wir arbeiten, umso dümmer werden wir. Ich kann euch noch nicht mal die Telefonnummer meiner Frau sagen. Wisst ihr warum? Ich hab sie auf Kurzwahl. Ich muss mir die Nummer nicht mehr merken. Früher hatte ich das alles im Gedächtnis. Heute drücke ich nur den Knopf. Die Leute müssen nicht mehr rechnen können, weil sie Taschenrechner haben. Fragst du sie, wie viel ist das mal das? Sagen sie, das weiß ich nicht, ich habe ja den Taschenrechner. Das brauche ich nicht zu wissen. Wir machen diese sehr schlauen Maschinen und werden selbst immer dümmer. Und wir wollen wissen, wie Heilung im Einzelnen funktioniert, wie und warum. Aber das ist unwichtig. Sei einfach frei davon. Wo kommt dieser Schmerz her? Es ist nicht richtig. Kannst du mir das in der Schrift zeigen? Was immer wir bitten, das wird er tun. Ja, aber hier steht nichts von Schmerz. Wenn ich darum bitten kann, dann ist das auch gemeint. Stimmt's? Ich will eine Schmerzschriftstelle mit Schmerz. Du bist ein Schmerz in meiner Seite. Wie wär's mit der? Kommt von diesen Gedanken weg. Paulus schreibt, da sind welche, die immer lernen, aber der Wahrheit nicht nahe kommen. Wir haben Christen, die euch über die spirituellen Wurzeln jeder Krankheit lehren können. Das kommt davon und das kommt davon. Wisst ihr, was daran schlecht ist? In dem Moment, wenn dich jemand fragt, kannst du bitte für mich beten? Aber du hast die spirituellen Wurzeln von Krankheit studiert. Also fragst du, wo ist dein Problem? Und er sagt, ich habe Arthritis. Und sofort überlegst du, du bist kein Befreier mehr. Du bist ein Richter. Denn gedanklich gehst du durch deine Liste und denkst, Arthritis. Das kommt von Bitterkeit und dafür gibt es verschiedene Ursachen. Und du sagst zu ihm, du bist also verbittert. Du wirst sofort zum Richter über diese Person. Du weißt doch gar nicht, ob sie verbittert sind. Du richtest sie einfach und Gott hat dich doch nie zum Richter berufen. Er hat dich berufen, Menschen zu befreien. Also hör auf zu richten und setz Leute frei. In Jesaja 58 sagt Gott, das Fasten, an dem ich gefallen habe, ist, ungerechte Fesseln zu lösen. Das Fasten ist, dass du das Joch fortschaffst und Finger ausstrecken und Böses reden. Wenn du etwas fasten willst, dann denk mal nicht an Essen, sondern nimm deinen Finger runter. Faste das Verurteilen. Das ist das Fasten, was Gott möchte. Und wenn du mit dem Essen fasten möchtest, dann mach was zu essen und gib dem Hungrigen. Darum geht's hier. Ich möchte euch gern zu dem Einfachen zurückbringen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Was tut Liebe? Die Liebe setzt frei, sie rechnet Sünden nicht an. 1. Korinther 13. Jeder von uns weiß das. Die Liebe glaubt alles.
Love believes all things. Wait, do you think he's really changed? Denkst du, dass er sich wirklich verändert hat? Naja, warten wir mal ab. Nein, glaube, dass er es hat. Das Erstaunliche ist, dass Menschen zu dem heranwachsen, was du ihnen zutraust. Wenn du über jemanden denkst, na, der hat sich ja kein Stück geändert, dann wird er sich in deiner Nähe niedergeschlagen und schuldig fühlen. Und er wird sich nicht ändern, weil er keine Hoffnung hat. Aber wenn du mit ihm anders umgehst und du sagst zu ihm, wenn er Mist gebaut hat, hey, warum hast du das gemacht? Das bist du doch gar nicht. Du hast dich doch geändert. Du würdest doch so etwas gar nicht mehr tun. Dann werden sie zu diesem Anspruch aufsteigen. Sie wachsen zu deiner Erwartung empor. Ich versuche, jeden so zu behandeln, als ob er gerettet wäre. Ich habe das Gefühl, ich habe dadurch mehr Leute gerettet als anders. Ich reise häufig in Flugzeugen. Da komme ich mit vielen Leuten ins Gespräch. Sie fragen mich, wo ich hinfliege. Ich fliege nach Australien. Wirklich? Und was machen Sie dort? Ich schaue mich um, als hätte ich ein Geheimnis. Ich tue diese Hände auf Leute und ihre Körper ändern sich. Ihr hättet ihn sehen sollen. Wirklich. Das Erste, was sie fragen, ist meistens, verlieren sie Gewicht? Und ich erzähle ihm einfach, nein, sage ich, Krebs verschwindet einfach, hoher Blutdruck verschwindet einfach. Leute steigen aus Rollstühlen aus. Es ist erstaunlich. Wirklich? Wie machen Sie das? Es ist einfach. Ich sage einfach den Namen Jesu. Und das ist der erste Hinweis, den Sie bekommen, dass es etwas mit Christentum zu tun hat. Wenn Sie das hören, sagen Sie enttäuscht, ach so, ja. Plötzlich wollen Sie dann nicht mehr mit dir sprechen. Aber falls Sie es doch tun, dann ändert sich Ihre ganze Stimmlage. Was tun Sie denn beruflich? Ich predige. Ja, ich gehe auch ab und zu in die Kirche, Herr Pastor. Die ganze Stimmlage ändert sich und plötzlich klingen Sie sehr religiös. Immer wenn Sie das Wort Gott benutzen, ist es plötzlich ein dreisilbiges Wort. Und er fing dann an, genauso zu sprechen. Und ich sagte, nein, darum geht es nicht. Dann fragte ich ihn, haben Sie noch nie einem Kranken die Hände aufgelegt, damit er gesund wurde? Nein. Warum nicht? Sie können es tun, im Namen Jesu. Alles, was Sie tun müssen, ist, ihn als Herrn annehmen und dann wird er durch Sie wirken. Und plötzlich fragen Sie, wirklich? Wisst ihr, warum die Leute es nicht von euch empfangen können? Weil ihr so tut, als ob es nicht wahr wäre. Ihr macht den Eindruck, als würdet ihr euch schämen. Ihr versucht es zu verstecken. Aber wenn ihr dann mal für einen Kranken betet, wollt ihr, dass er aus dem Rollstuhl aufspringt. In der Kirche wollt ihr sehr mutig sein. Aber im Flugzeug wollt ihr eher ein geheimer Christ sein, mit einer privaten christlichen Überzeugung. Aber Heilung in der Kirche ist uns nicht versprochen. Markus 16 sagt, geht hin, und die Gläubigen werden den Kranken die Hände auflegen. Wenn ihr geht, und nicht, wenn ihr wartet, dass sie zu euch kommen. Wenn ihr losgeht, wenn ihr in eine Stadt kommt, dann heilt die Kranken, die dort sind. Wenn es also noch Kranke in deiner Stadt gibt, dann ist das dein Fehler. Warum? Weil es dir befohlen wurde, die Kranken dort zu heilen. Also sollte es dort keine Kranken mehr geben. Aber was ist, wenn sie nicht wiedergeboren sind? Dir wurde nicht befohlen, die Wiedergeborenen zu heilen. Die Wiedergeborenen sollten selber geheilt die Kranken heilen. Das ist alles sehr einfach. Es geht um hell und dunkel, um Leben oder Tod. Du musst einfach wissen, wer in dir ist, was du schon hast. Versteht ihr, dass das der Grund ist, warum Paulus so geredet hat, wie er das tat? Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Es ist so erstaunlich, dass der lebendige Gott in dem hier lebt. So erstaunlich. Er ist eine Zeit lang wie in uns gefesselt. Und dann gibt es den Punkt, wo er frei werden möchte. Warum wollen wir ihn in eine Zwangsjacke stecken und ihn in uns gefangen halten? 50, 60 oder 70 Jahre lang. Wir wollen ihn nicht hinauslassen, bis wir gestorben sind. Das ist lächerlich. Er möchte durch uns das gleiche Leben führen, wie er es durch Jesus geführt hat. Er will das gleiche Leben führen. Und wenn es der gleiche Geist ist, dann kann er die gleichen Dinge tun. Und wenn du nicht die gleichen Dinge tun kannst, was bringt dich auf die Idee, dass du den gleichen Geist hast? Versteht ihr? Ich versuche nur ganz offen zu sein, denn das ist alles sehr einfach. Und ich kann euch eine Menge Zeugnisse darüber geben. Wir beteten für zwei Babys.
Da kam eine schwangere Frau zu uns. Es war schon über den berechneten Tag ihrer Niederkunft, aber der Arzt hatte vorher die Herztöne der Babys untersucht. Er hatte keine Herztöne gefunden und ihr gesagt, dass die Babys tot sind. Das war 2 Wochen vorher passiert. 2 Wochen lang, 2 tote Babys in ihrem Bauch. 2 Wochen. Die Ärzte hatten ihr gesagt, dass sie die Babys operativ hätten herausholen können, aber dass das risikoreich für sie geworden wäre. Sie meinten, dass die Babys nach den 9 Monaten durch den normalen Geburtsvorgang herauskommen sollten. Sie würden jetzt nichts anderes machen wollen. Diese Frau kam also in unseren Gottesdienst, setzte sich hin und kam zum Gebet zu mir. Als ich sie fragte, sagte sie mir, ich solle für ihre beiden Babys beten, die nach Aussage der Ärzte seit 2 Wochen tot waren. Also bat ich sie, ihre Hände auf den Bauch zu legen, damit ich meine Finger auf ihre Hand tun kann. Denn ich lege meine Hände nicht fremden Frauen auf den Bauch. Ihr könnt die Dinge seltsam machen oder richtig und angemessen. Ich könnte euch Dinge erzählen, wo Christen wirklich dumme Dinge getan haben und deswegen dann auch richtig Ärger bekommen haben. Als ich für die Babys betete, habe ich nicht viel gesagt. Ich sagte nur, im Namen Jesu, ihr werdet leben und nicht sterben. Das ist alles, was ich sagte. Sie ging dann und setzte sich wieder hin. Nach einer Stunde im Heilungsgottesdienst stand sie dann auf und ging nach Hause. Die Ärzte hatten ihr gesagt, wenn sie eine Bewegung im Bauch spüren, dann kommen sie ins Krankenhaus, denn dann werden die Babys auf natürlichem Wege herauskommen. Als sie auf dem Weg nach Hause war, spürte sie Bewegung in ihrem Bauch. Sie fuhr ins Krankenhaus und die Ärzte trafen Vorbereitungen dafür, die toten Babys herauszuholen. Zur Sicherheit schlossen sie einen Herzmonitor an. Sie hörten Herzschläge. Ernsthaft, Herztöne. Innerhalb von ein paar Stunden brachte sie 2 gesunde Jungen zur Welt. Ich will das nicht erklären, aber ich sage euch, wir haben inzwischen 9 Menschen von den Toten zurückkehren sehen. Die erste war meine Tochter. Und ganz ehrlich, wenn sie nicht die erste gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich keine weiteren gegeben. Als sie von den Toten zurückkam, da war ich nicht bereit. Ich war nicht geistlich. Ich hatte Probleme in meinem Leben und war in einigen Dingen ziemlich unfertig. Ich ging zwar auf Gott zu und war wiedergeboren. Ich bewegte mich in die richtige Richtung, war aber in vielen Dingen durcheinander und war meiner Meinung nach längst nicht bereit. Damals saß meine Tochter Rebecca im 2. Stockwerk am Fenster. Ich war in einem Stockwerk unter ihr, saß am Schreibtisch und las gerade in der Bibel. Sie saß am Fenster, sie war 7 Jahre alt. Irgendwer hatte das Fenster in ihrem Raum aufgemacht. Sie hatte das nicht gesehen, wollte sich gegen die Scheibe lehnen und fiel aus dem Fenster. Kopf voraus, 2 Stockwerke, tief auf Betonboden. Also ich saß in meinem Arbeitszimmer. Ich konnte nicht herausschauen, weil dort ein Vorhang war. Ich hörte, wie sie auf den Beton aufschlug. Ein Klatschen, als sie mit dem Kopf zuerst aufkam, obwohl sie versucht hatte, sich selbst abzufangen. Da ich wissen wollte, wo das Geräusch herkam, bin ich ans Fenster gegangen, um herauszuschauen. Und da lag sie auf dem Boden, mit dem Gesicht zum Boden, mit ihren Händen immer noch in dieser Position, denn sie hatte versucht, sich selbst abzufangen und lag so da. Als ich zu ihr ging, hob ich sie hoch. Ihre Nase war in ihren Kopf gedrückt, die Stirn war aufgeschlagen, ihre Zähne waren in das Zahnfleisch zurückgedrückt. Sie hatte sich durch die Zunge und durch die Lippe gebissen. In ihrem Mund war Blut, er war damit gefüllt. Als ich sie hochhob, erinnerte ich mich, wie ich Crystal beerdigt hatte. Ich bin in meinem Leben viele Male bei einem toten Körper gestanden. Da ist ein spürbarer Unterschied zwischen einer toten Person und einer Person ohne Bewusstsein. Und du kannst den Unterschied spüren, wenn du sie hältst. Und als ich sie emporhob, fühlte ich keinen Herzschlag, kein Atmen mehr, gar nichts. Das Blut in ihrem Mund kam nicht heraus, er war einfach gefüllt. Als ich sie in meinen Armen hielt, sah ich in meiner Vorstellung sofort die ganze Beerdigung meiner ersten Tochter. Die ganze Beerdigung, in einer Sekunde. Eine Stimme in meinem Kopf sagte, du wirst wieder eine verlieren, du wirst noch eine beerdigen. Und diese Stimme wiederholte diesen Satz immer wieder und dabei wird sie immer lauter. Und während ich Rebecca in den Armen halte, höre ich immer wieder diese Stimme. Du wirst noch eine verlieren. Du wirst noch eine beerdigen. Du wirst noch eine verlieren. Und so weiter. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich schon geübt darin, trainiert darin, auf mein Reden zu achten und nichts anderes, als das Wort Gottes auszusprechen. Und alles, was ich sagte, war, im Namen Jesu, du wirst leben und nicht sterben. Im Namen Jesu, du wirst leben und nicht sterben. Sie war tot. Das, was ich sagte, machte also keinen Sinn. Aber Römer 4 sagt uns,
der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Da steht nicht, dass wir das, was da ist, leugnen sollen, als wäre es nicht da. Ich habe keinen Krebs, ich habe keinen Krebs, ich habe keinen Krebs. Nein, das ist nicht gemeint. Es geht darum, die Dinge herbeizurufen, die nicht da sind, als wären sie da. Also was habe ich getan? Im Namen Jesu, du wirst leben und nicht sterben. Ich habe etwas herbeigerufen, was noch nicht da war. Ich bin mit ihr herumgegangen, 25 Minuten lang. Sie lag in meinen Armen, ihr Kopf hing nach unten, das Blut lief aus ihrem Mund, die Arme hingen herab. Sie war tot, 25 Minuten lang. Und währenddessen höre ich immer diese Stimme: Du wirst noch eine verlieren, du wirst noch eine verlieren. Ich musste lauter und lauter sprechen. Im Namen Jesu, du wirst leben und nicht sterben, du wirst leben und nicht sterben. Ich wurde lauter und lauter und lauter, um die Stimme in meinem Kopf zu übertönen. Es war die Stimme des Teufels. Diese Stimme kam nicht aus meinen Gedanken, denn ich redete ja. Du kannst nicht verschiedene Dinge zur selben Zeit reden und denken. Aber diese Stimme hörte sich genauso an wie meine eigene Stimme. Genauso macht das der Teufel. Und dann wirft er dir vor, Gedanken des Zweifels zu haben. Obwohl er es in deine Gedanken gebracht hat, beschuldigt er dich, dass du es gedacht hast. Ich gehe mit ihr über den Platz. 25 Minuten lang ändert sich überhaupt nichts. Also öffne ich die Tür und gehe ins Haus hinein. Ich setze sie hin und lehne sie an die Wand. Niemand hatte bisher mitbekommen, was passiert war. Und als ich sie hinsetzte, sank ihr Kopf auf ihre Brust und die Arme hängen an den Seiten herab. Ich habe sie einfach gegen die Wand gelehnt. Und sie saß da, genau zwischen Wohnzimmer und Küche. Ich knie mich vor sie hin und ich fange an zu schreien. Im Namen Jesu, du wirst leben und nicht sterben. Ich zeige mit meinem Finger auf sie. Im Namen Jesu. Das war alles, was ich sagte. Immer und immer wieder. Und laut. Ich werde immer lauter und lauter. Meine Frau und meine beiden anderen Kinder hören, wie ich schreie, und rennen die Treppe herunter, um zu sehen, was da passiert. Als sie in den Flur kommen, bricht Panik aus. Alle schreien, springen herum, geraten in Panik. Das Seltsamste ist aber, als ich mich zu ihnen herumdrehe, da ist es so, als wäre ich in einer Blase, in der es vollkommen friedlich ist. Es war nicht die Frage, ob es passieren würde. Es konnte gar nicht anders sein. Ich drehe mich um und sage, ruhig jetzt. Wenn ihr das nicht glauben könnt, verschwindet. Und alle drei hören sofort auf zu reden und werden ruhig. Dann drehe ich mich wieder zu Rebecca. Im Namen Jesu, du wirst leben und nicht sterben. Wieder und wieder, 20 Minuten lang. Sie ist jetzt seit 45 Minuten tot. Und dann plötzlich, während sie eben noch so da saß, ist es, als hätte sie jemand in den Bauch geboxt. Sie zuckt nach vorne und spuckt das ganze Blut aus ihrem Mund auf mich, denn ich sitze direkt vor ihr. Sie öffnet die Augen. Und es ist, als ob wir jemanden beobachten, der aus weiter Ferne zu uns näher kommt. Dann beginnt sie uns wahrzunehmen und sagt, Papa, ich habe Hunger. Das war das Erste, was sie sagte. Zuerst registrierte ich das nicht, aber als ich später in der Bibel nachlas, war es auch immer so. Immer wenn sie jemand von den Toten auferweckten, sagte Jesus, gib ihnen zu essen. Warum? Wenn jemand tot ist, stellen alle Organe ihren Dienst ein. Wenn sie wieder ins Leben kommen und du etwas in ihren Mund tust, fängt das Verdauungssystem wieder an zu arbeiten. Und das startet alle anderen Organe im Körper. Und das sorgt dafür, dass ihr Geist mit ihrem Körper verbunden bleibt. Denn der Geist kehrt zurück und schaut, ob dieser Körper Leben aufrechterhalten kann. Wenn die Organe wieder arbeiten, kann der Geist bleiben und dann lebt die Person wieder. Und der Geist kann bleiben. Ich ging in die Küche und besorgte etwas Brot und ich gab es ihr. Allerdings konnte sie es nicht essen, denn ihre Zähne waren alle im Zahnfleisch. Ich habe es also einfach in ihren Mund getan. Dann hob ich sie hoch, legte sie in den Wagen und wir fuhren ins Krankenhaus. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt daran dachte, sie ins Krankenhaus zu bringen. Vorher hatte ich nicht daran gedacht. Die ganze Zeit über jammerte sie, weil sie sich nicht abstützen konnte. Denn beide Handgelenke waren beim Fall gebrochen. Ebenfalls ihr rechtes Knie. Bei unserem letzten Umzug fand ich Fotos von ihr, wie sie im Krankenhausbett lag, eingegipst und mit Verbänden. Manche Leute sagen, wenn Gott sie von den Toten auferweckt hat, warum hat er nicht ihre Handgelenke geheilt? Weil ich ihn nicht darum gebeten habe. Denn alles, was ich sagte, war, du wirst leben und nicht sterben. Versteht ihr? Wir erhalten, worum wir bitten. Das war das erste Mal. Und es war die längste Zeit, die ich für jemanden beten musste, der von den Toten zurückkommen sollte. Ich habe auch für andere gebetet und die sind nicht von den Toten zurückgekommen. Aber das war auf jeden Fall die längste Zeit. Danach habe ich höchstens 3 bis 5 Minuten beten müssen. Höchstens. Also, wir haben diese Situation schon gesehen. Und
Ich sage das, damit ihr versteht, damit ihr hinter diese kindliche Phase der Detailfragen gelangt. Ihr müsst dahin kommen, dass ihr Gott einfach glaubt und ihm vertraut. Und einfach nur sagt, du hast es gesagt. Ich habe die Hände aufgelegt und es ist erledigt. Es muss geschehen. Habt ihr diese Position erreicht, dann bleibt da stehen. Weicht nicht zurück. Ich schicke euch gleich zum Essen, aber das möchte ich noch schnell sagen, damit ihr das erkennt. Ich will jetzt nicht in irgendwelche Details gehen. Du musst gar nicht so viel wissen. Alles, was du wissen musst, ist, dass Heilung im Erlösungswerk enthalten ist. Es ist immer Gottes Wille. Jesus hat dafür bezahlt. Stellt euch einfach folgenden Fall vor. Jemand wendet sich Jesus zu und sagt, du sollst mein Herr sein, vergib mir meine Sünden. Wird Gott ihn ablehnen? Wird Gott jemals jemanden ablehnen? Nein. Warum? Gibt es keine bösen Menschen da draußen? Wenn Hitler gesagt hätte, Jesus, mein Herr, wäre er gerettet worden? Warum? Könnte es sein, dass jemand zu böse ist, um gerettet zu werden? Denkt mal drüber nach. Wenn niemand zu böse sein kann, dann kann auch niemand gut genug sein. Stimmt's? Denn wenn du gut genug sein kannst, dann bedeutet das, dass du zu böse sein könntest. Versteht ihr? Also wenn ihr nicht zu böse sein könnt, könnt ihr auch nicht gut genug sein, dann muss es also durch die Gnade Gottes sein. Und es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Wenn also Gott niemals einen Menschen ablehnt, der zu ihm kommt, sondern jeden rettet, und wenn Heilung zum gleichen Zeitpunkt und im gleichen Maße bezahlt wurde wie Rettung, dann gelten für Heilung genau die gleichen Regeln wie für die Rettung. Die Leute sagen, warum können wir dann nicht einfach den Leuten mit Rettung dienen, so wie wir ihnen mit Heilung dienen? Weil der einzige Unterschied zwischen Rettung und Heilung der ist, dass Rettung das freiwillige Abgeben deiner Rechte benötigt. Versteht ihr? Um gerettet zu werden, musst du den Eigentümer wechseln. Aber ich kann dich heilen, egal ob du den Eigentümer wechselst oder nicht. Egal, was du glaubst oder nicht glaubst, das macht keinen Unterschied. Ich habe Autorität über Krankheit und Gebrechen. Wenn das nicht wahr ist, dann vergeude niemals Zeit damit, für einen Toten zu beten oder für jemanden zu beten, der im Koma ist. Denn das würde doch nicht funktionieren. Denn wenn ihr Wille beteiligt sein muss und sie den Glauben haben müssen, dann bete für niemanden, der mental nicht in der Lage dafür ist. Mit anderen Worten, bete niemals für Leute mit geistigen Problemen, denn die können niemals geheilt werden. Denn sie haben nicht die mentale Kapazität, um Glauben zu haben oder das Werk Jesu zu akzeptieren. Aber wir wissen, dass das nicht stimmt. Wir wissen, dass Menschen, die geistige Probleme haben, geheilt werden. Und die Heilung kam durch jemanden, der für sie gebetet hat. Wir haben Menschen geheilt gesehen vom Down-Syndrom, von Autismus oder anderen Krankheiten. Such dir was aus. Wir haben einen jungen Mann geheilt gesehen, der alle Merkmale des Down-Syndroms hatte. Im Laufe von 2 Jahren hat sich sogar die Form seines Kopfes geändert. Wenn du ihn heute ansiehst, kannst du dir nicht vorstellen, dass er das Down-Syndrom hatte. Er ist von der Mentalität eines 5-Jährigen in sein tatsächliches Alter fortgeschritten. Als ich ihn kennenlernte, war er 21 Jahre alt. Bei den meisten dieser Heilungen hatte ich gar nichts mit der Sache zu tun. Ich hatte das Privileg, anwesend zu sein. Und diese Dinge sind passiert. Ich könnte euch noch andere Geschichten erzählen, die ähnlich waren. Aber das Entscheidende ist, dass Gott einfach jemanden braucht, durch den er wirken kann. Jemanden, der nicht sagt, ja, aber ich bin doch gar nicht bereit. Er hätte dich gebrauchen können, bis du das gesagt hast. Du hast dich gerade disqualifiziert. Denn Jesus hat dich qualifiziert. Disqualifiziere dich nicht selbst. Schließ dich selbst nicht aus. Sag nicht, ich bin nicht gut genug, ich habe nicht genug gefastet. Das sind keine Regeln, die Gott aufgestellt hat. Ich weiß nicht, ob ich den Glauben hätte. Wie kannst du es wagen, so etwas auszusprechen? Du weißt nicht, ob du den Glauben hast? Glaube in Gott? Willst du mir sagen, dass du Gott nicht vertrauen kannst? Ist Gott dein Vertrauen nicht wert? Willst du das damit sagen? Nein, ich will sagen, ich habe nicht genug Glauben. Glaube ist nicht die Frage, es ist die Frage, wem du glaubst. Wenn du sagst, ich habe nicht genug Glauben, dann sagst du damit, dass Gott nicht vertrauenswürdig ist. Hier geht es nicht um deinen Glauben. Es geht hier um Gott, der vertrauenswürdig ist, auch wenn du kein Vertrauen hast. Versteht ihr? Darum geht es hier. Wir haben den Glauben zu einer Währung gemacht. Ob wir genug Glauben haben, um Heilung zu kaufen?
Nein, darum geht es nicht. Es geht um Gott, der das Objekt unseres Glaubens sein sollte. Glaube ist nicht das Objekt deines Glaubens. Du sollst nicht Glauben in deinen Glauben haben. Das wäre Humanismus. Du musst Glauben an Gott haben. Er ist glaubwürdig und er ist des Glaubens wert. Du sagst, ich brauche mehr Details. Aber warum willst du Details haben? Die Details, die ich dir geben könnte, rat mal, wie ich sie gelernt habe, indem ich es getan habe. Niemand hat sie mir gesagt. Ich habe es gelernt, indem ich es getan habe. Ich werde euch auch Details geben, damit ihr das Ganze schneller lernen könnt. Was ich sagen will ist, es sind nicht die Details, die das Ganze zum Funktionieren bringen. Du bist es, der du dich entscheidest, zu tun, was du tun sollst. Und du hörst erst dann auf, wenn du erhalten hast, weswegen du angefangen hast. Kommt schon, denkt mal drüber nach. Manchmal versuchen wir, Gott dazu zu bringen, doch etwas zu tun. Aber es ist so, wie bei der Frau, die zu Jesus kommt und zu ihm sagt, Herr, meine Tochter hat einen Dämon. Dann sagte Jesus zu ihr, es ist nicht richtig, das Brot der Kinder den Hunden zu geben. Er hat ihr gerade Nein gesagt. Und weiter sagt er, ich bin nicht zu den Heiden gesandt, sondern ich bin zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Mit anderen Worten, Gott hat einen Bund mit Abraham gemacht. Den muss ich erfüllen. Deswegen gehe ich zu den Kindern Israel und nicht zuerst zu den Heiden. Also sagt er dieser Frau gerade, nein. War Jesus die Stimme Gottes auf dieser Erde? Ja, also hat Gott dieser Frau gerade Nein gesagt. Du sagtest bestimmt, das gefällt mir nicht, dann könnte er mir auch Nein sagen. Nein, das tut er nicht und das wird er nicht tun. Das wird er nie tun, denn in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Also kann er nicht Nein zu dir sagen. Wisst ihr, was noch ein Grund dafür ist? Es gilt nicht mehr nur den Juden, sondern auch den Heiden. Und du gehörst jetzt zu den Kindern. Es ist das Brot der Kinder. Also Jesus hat ihr gerade Nein gesagt. Und diese Frau sollte jetzt sagen, dann soll dein Wille geschehen. Wenn es dein Wille ist, Herr, dann heile meine Tochter. Nein, okay. Aber das ist nicht, was in der Bibel steht. Sie sagt, sogar die Hunde fressen die Brotkrumen. Mit anderen Worten, ich gehe hier nicht weg, bis ich meinen Willen bekommen habe. Ich habe gehört, was du gesagt hast, aber ich krieg's trotzdem. Gott hat gerade Nein zu ihr gesagt. Und sie sagt, das reicht mir nicht. Jesus dreht sich zu ihr um und sagt, du hast einen großen Glauben, denn du nimmst ein Nein nicht als Antwort. Die meisten Leute, denen du Nein sagst, antworten, okay. Als ich meine Tochter von den Toten auferweckt habe, habe ich auch kein Nein akzeptiert. Nein war noch nicht mal eine Option. Ich habe noch nicht mal darüber nachgedacht. Die Leute fragen mich, wie lange hättest du es gemacht? Wie lange hättest du da gestanden? Ich würde heute noch immer da stehen. Es wäre eine Schweinerei, aber ich wäre immer noch da, weil ich bereits eine Tochter verloren habe. Ich würde keine weitere Tochter mehr verlieren, denn Gott hat meine Töchter mir gegeben. Er hat meine Töchter nicht den Ärzten gegeben. Er hat mir die Verantwortung für sie gegeben. Und ich habe diese Verantwortung angenommen. Seitdem habe ich diese Verantwortung nie an Ärzte abgegeben. Was wir tun mussten, haben wir immer selbst gemacht. Ich habe gebetet und geglaubt und dann getan, was wir tun mussten. Wir haben nie wieder ein anderes Kind verloren. Es gab verschiedene schwierige Situationen und Gott hat uns geholfen. Ich wollte einfach nicht aufhören. Ich hasse es zu verlieren und ich würde nicht zurückweichen. Besonders wenn mir dieses Buch sagt, dass ich das nicht muss. Seht ihr, ich habe keine besonderen Eigenschaften. Vermutlich ist der einzige Grund, warum Gott etwas für uns tut, der, dass ich nicht aufhöre. Also, wenn ihr euch um irgendetwas bemühen wollt, dann bemüht euch um Standhaftigkeit, um Hartnäckigkeit. Lest das Wort Gottes und sagt, die Bibel sagt das. Und das wird auf jeden Fall passieren. Du gehst einfach deinen Weg weiter. Und wenn irgendetwas in deinen Weg kommt und wenn du je ein Nein hörst, dann ist es vom Teufel. Versteht ihr? Denn Gott wird nicht Nein sagen. Denn in Jesus ist sein Ja und sein Amen. Also wenn du ein Nein hörst, dann ist es nicht Jesus und auch nicht Gott. Denn die beiden sind sich einig. Es ist ein Dämon. Weigere dich einfach, dieses Nein zu akzeptieren und dann schau, was passiert.